Yeah.
vielen Leuten kommt ja der Spruch, ja, es hängt nicht mehr Nazis ab, aber das ist ein Freund von früher. Jeder, der aus dem Dorf kommt, der kennt diesen Spruch, ich selber. Aber was am wichtigsten ist, dass man mit den Leuten versucht zu quatschen, auch wenn es nichts bringt. Es wird in 99% wahrscheinlich nichts bringen, wenn man irgendeinem Dorfi erklären will, dass das vielleicht nicht so cool ist, was er wählt und was er denkt. Aber man hat es gemacht und viel mehr kann man auch nicht machen in dem Habitus, den man sich da gerade bewegt. Von daher, versucht open-minded zu bleiben, versucht Shows nazifrei, AfD-frei, grauzonenfrei zu halten und habt alle Spaß und thank you.
muss schnell gehen. Dort Hölle. Unser neues Album. Exclusive Content für euch in Braunschweig. Wir nehmen mal gerade Album auf. Wir haben uns jetzt nach einem Jahr für einen Namen entschieden. Der Name heißt Alabama. Klingt lustig, ist auch, aber ist auch vollkommen ernst gemeint. Also, Ghetto Justice, Full Length, Alabama kommt im Januar oder vielleicht Februar. Alabama mit zwei S. Nein, weil wir alle eine tiefreichende Geschichte nach Alabama haben. Einer war, Arne war Sklave, Ede war Sklaventreiber, dadurch ist die Connection ein bisschen gekommen. Das ist nicht witzig, oder? Für die meisten weiß ich nicht. Aber für uns, let's go! Thank you.
Viel Spaß. Viel Spaß beim Wolfpack. Zum Showband. Biscuit. Slop, Eisbett, der Weiß, Biscuit. Und viel Spaß bei der krassesten Band überhaupt. After Show.